Das, was ihr jetzt gesehen habt, war so die letzten paar Wochen der Standard, wie ich meine Mülltüten hier irgendwo angebracht habe. Manchmal haben sie auch irgendwo im Ecken gestanden und das ist natürlich super doof und sieht kacke aus. Natürlich könnte ich jetzt mir so einen Halter kaufen, der so übelst klapprig ist und nicht cool ist. Aber da hinten die Kaltkreissäge ist jetzt angeklemmt. Damit kann man Profile mega gut zuschneiden. Man kann auch den Winkel sehr einfach verstellen. Deswegen kann ich jetzt endlich ganz entspannt winklige Schnitte machen, um dann auch gescheit Sachen zu verbrutzeln. Zum Glück habe ich hier eine volle Mülltüte, denn anhand der kann ich jetzt mir so ein paar Maße holen. Denn die Tüte soll quasi in dem Stand hier so reinpassen, damit ich sie dann nach oben rausheben kann oder eventuell auch nach hinten raus, um sie dann halt eben wegzubringen und entsorgen zu können. Ich habe mittlerweile so ein bisschen angefangen, Dinge zu zeichnen und deswegen werde ich mir jetzt hier auch erstmal eine Skizze machen, um so ein bisschen so die Proportionen zu sehen und ob das Ganze überhaupt gefällt. Ich habe zwar ein paar verzinkte Rohre da, aber ich will Schwarzstahl benutzen, weil das einfach nicht so gesundheitsgefährdend ist. Deswegen muss ich hier mal so ein paar Reste zusammenwuhlen, was ich da überhaupt noch da habe. Also ich will ja 45 Grad Schnitt machen, da kann ich bei der Säge hier einfach das so loslösen. Irgendwie so war das. Und dann kann ich das so drehen. Aber das hier wäre ein 30 Grad Schnitt, das wollen wir ja nicht. Ich benutze die Säge gerade auch das erste Mal richtig. Von daher bin ich da noch kein Pro. Ihr glaubt gar nicht, wie happy ich bin, nicht mehr die Kaltkreissäge benutzen zu müssen. Denn die war so lau, die war so gefährlich, die war so umständlich zu benutzen. So kann ich jetzt einfach den Hebel ein bisschen drehen. Okay, das funktioniert so nicht. Das war ein bisschen zu viel. So, jetzt können wir dann auch eigentlich schon schneiden. Ich habe noch keine Ölung für die Maschine. Das ist der Grund, warum ich halt jetzt noch normal Öl so auftrage. Schön. Wirklich, wirklich schön. So einfach kann es auch mal funktionieren. Ich muss jetzt 4 gleiche Stücke schneiden. Weswegen ich hier diesen Anschlag benutzen kann. Wie war der denn festgemacht? Ernsthaft? So genial waren die? Boah, das ist ja mal so geil. Das ist ja mal geil. So, jetzt kann ich hier einfach 50 messen. Jetzt kann ich mir nämlich einfach hier dieses Stück holen. Kann es hier beifahren. Philipp arbeitet ab heute genau. Man kann das als Anschlag benutzen. Ey, geil! Na, 50,5, das ist okay. Man wollte es nicht übertreiben, das ist vollkommen okay. Jetzt sind ein paar Tage vergangen, denn jetzt funktionieren meine Holzmaschinen und aus dem Grund werde ich jetzt als erstes das Holz vorbereiten, denn das muss natürlich noch ein bisschen trocknen und während das dann trocknen kann, kann ich mich am Metall weiterarbeiten. Da oben siehst du schon das Holz, was ich benutzen werde. Das werde ich jetzt erstmal holen und werde dann ein paar Worte dazu sagen. Das hier sind die Bretter. Das waren vorher die Bretter, die den jetzigen Metallraum von meiner Holzwerkstatt abgetrennt haben. Und ich habe da eine coole Maschine, die werde ich ja gleich noch zeigen. Und auf jeden Fall habe ich gedacht, das wäre Fichte. Ist aber kein Fichte, ist richtig schönes Holz. Und zwar habe ich hier mal ein Brett als Probehalber so ein bisschen bearbeitet. Richtig schönes Holz. Fichte ist das auf jeden Fall nicht. Sieht für mich eher aus wie Birkenholz. Hat hier schöne Blaufäule, ein paar Spuren, wo ein paar Nägel und Schrauben drin waren. Das werden wir benutzen. Aber wir können es natürlich jetzt nicht direkt hobeln, weil da auf den anderen Brettern überall noch Farbe ist und teilweise noch ein paar Nägel drin sind. Deswegen werde ich euch zeigen, wie wir das verarbeiten werden. Ihr seht, wir haben hier teilweise noch ein paar Nägel. Die hier kann man jetzt gut sehen, aber unter der weißen Farbe habe ich schon bei dem anderen Teststück ein paar, ja, Klammerclips gesehen oder wie sie heißen, vom Tacker. Und die hat man nicht so gut gesehen, deswegen will ich jetzt erstmal die Farbe abtragen und dafür habe ich eine Maschine, mit der ich das machen kann. Und zwar habe ich dafür eine Bürstmaschine, dafür gibt es auch schon ein Video auf meinem Werkzeug-Check-Kanal. Das werde ich euch in der Videobeschreibung verlinken.
mit einer Bürstmaschine könnt ihr mit dem richtigen Aufsatz so Dreck und Farbe und auch teilweise ein paar Steinchen, die im Holz eingetreten sind, halt schön runterschleifen. Und die werden wir auch später für das Metall benutzen, um das einmal zu bürsten, um es eventuell auch an den Schweißnähten ein bisschen schöner zu machen. Aber hier mit dieser Kupferbürste können wir jetzt den Dreck runterholen. Puh, das war eine ganz schön staubige Angelegenheit. Ich habe jetzt die ganzen Teile an der Kappsäge mal abgelenkt, weil da habe ich auch viele, viele Nägel schon rausschneiden können. Ich habe jetzt nichts mehr gesehen. Das bedeutet, das Holz sollte einigermaßen sauber sein, was das angeht. Also keine Nägel mehr am Holz. Auf jeden Fall werde ich die jetzt erstmal alle besäumen, damit ich eine gerade Kante habe und dann später mich ein bisschen leichter tue beim Abrichten. Die ganzen Teile sind jetzt auf der gleichen Dicke. Ich muss jetzt hier von diesen 6 Brettern, muss ich 3 Bretter jeweils noch mal ein bisschen aufschneiden und da drunter leimen. Denn 6 Bretter haben keine Risse, 3 von den Brettern haben Rissen, ist okay. Dann kann ich die 3 Bretter auftrennen, um halt eben hier auf meine gewünschte Breite zu kommen. Als nächstes kommen wir zur Leimung und dafür benutze ich mal wieder meine schönen Rohrschraubzwingen. Die sind derzeit ausverkauft auf meinem Shop und wenn du auch noch welche haben möchtest, dann trag dich doch bitte in der Warteliste an, wenn da wirklich Ansturm ist oder wenn halt eben Leute sagen, okay, komm, ich habe Bock auf die Teile, dann sehe ich das ja, wenn sich da genügend anmelden. Derzeit gibt es sie halt nicht. Ich sage immer ganz gerne, dass man dadurch halt eben sich ganz, ganz viele Rohrsch oder ganz, ganz viele Zwingen ersparen kann. Denn normalerweise müsstet ihr hier jetzt, sagen wir mal, mit 3 Zwingen das Ganze zusammenpressen und dann bräuchtet ihr mal mindestens 4 Stück, um halt das eben plan zu halten. Und hier braucht ihr dann 3 Rohrschraubzwingen, könnt ihr so ein ganzes Brett verleimen. Mega coole Sache. Genau, also wenn du da noch Interesse dran hast, dann trag dich bitte in der Warteliste an ein. Ich verlinke das auch in der Beschreibung. So, 2 Bretter hochdrehen und Leim drauf geben. Danach verrolle ich den Leim mit einer Farbrolle. Das war es auch schon, da müssen wir gar nicht so pingelig sein, weil ich habe die Bretter eben noch einmal gefügt an der Abrichte, damit sie auch wirklich schön plan sind. So leicht vorspannen. So schauen, dass sie auf dem Korn aufliegen. Hier sind 2, 3 Bretter dabei, die nicht ganz plan sind, aber das soll mich jetzt mal nicht stören. Jetzt kommt noch eine 3. Rohrschraubzwinge oben drauf. Und das war es auch schon an Zwingen, was ich hier benutzen werde tatsächlich. Der Leim kommt überall gleichmäßig raus, das ist immer ein gutes Zeichen. Jetzt gehen wir einfach so ein bisschen Spanndruck noch überall drauf. Dann sind wir schon durch. Set is ready to try. Das Ganze trocknet jetzt da hinten, das bedeutet, jetzt können wir noch ein bisschen anfangen mit dem Metallgestell und da schneiden wir jetzt noch die restlichen Teile zu. Es ist auch übrigens immer sinnvoller, als erstes mit Holz zu arbeiten, weil wenn ihr als erstes mit Metall arbeitet und möchtet dann mit Holz arbeiten, dann müsst ihr euch auf jeden Fall gut die Finger waschen, weil sonst würdet ihr euch gerade dieses helle Holz extrem dreckig machen, super ärgerlich. Deswegen kommt das mir von der Reihenfolge hier gerade eigentlich ganz gut. Ich habe jetzt alles mit Verdünnung abgerieben, damit der Dreck ein bisschen und das Öl ein bisschen runter ist. Ich habe die Kanten gefasst und ich habe das jetzt ausgerichtet und jetzt können wir es erst auf der einen Seite punkten und danach werden wir es auf der anderen Seite durchschweißen. Dadurch, dass die Kaltkreissäge so genau ist, ist das auch am Schluss sehr, sehr genau. Mega geil. How will I know if we did it then?
Jetzt müssen wir das Ding natürlich noch irgendwie verbinden und dafür müssen wir wieder ein bisschen Material zuschneiden. Die Teile müssen 44,5 breit sein. Der bekommt jetzt erstmal ein bisschen Öl hier unten auf die Führungen. Das war es auch schon für 90 Grad Schnitte. Ich habe jetzt 4 Rollen als mal drunter gepunktet, die werde ich jetzt noch durchschweißen. Genau, ich weiß ja auch nur bei den Bohrlöchern fest, das ist eine optimale Schweißstelle dann und so kann ich dann meine Mülltonne auch schön entspannt umherschieben. Irgendwie muss ich auch später dann die Mülltüte befestigen und das will ich eigentlich ganz, ganz entspannt gestalten. Deswegen hole ich mir einfach hier 4 Schrauben, wo ich dann die Tüte einfach drüber drücken werde und dann kann sie hier dran hängen bleiben. Als Griff brauche ich ja natürlich noch was und da habe ich hier diese alte Schraubzwinge. Die habe ich seit Jahren, bestimmt seit 5, 6, 7 Jahren mal auf dem Flohmarkt gekauft. Und ich benutze aber halt nicht, weil da fehlt hier dieser Kugelkopf. Aber das hier wäre der ideale Griff für meinen Mülleimer. Deswegen benutzen wir die Schraubzwinge jetzt dafür. Jetzt schweiße ich hier oben noch Scharniere dran, damit sich das Ding auch irgendwie kippen kann. Das schreibt sich sogar. Also, die Metallteile bzw. die Metallarbeiten sind somit abgeschlossen. Ich werde jetzt alles mit Verdünnung sauber machen und werde es dann als schwarz lackieren, damit ich später dann die Holzpaneelen einpassen kann. So, ich habe mal gerade hinter der Kamera noch als angefangen, die Bretter zu schleifen, aber weil da ein leichter Versatz ist, will ich da nicht mit 100er Korn schleifen, ich werde jetzt 80er Korn nehmen. Das ist so eine wunderschöne Maschine. Vor allem ist sie auch echt praktisch und sie erspart mir extrem viel Zeit. Ups, das war jetzt Fail. Also zeigt sich, dass die Maschine einfach genial ist. Ich kann es immer wieder nur sagen. Und der Bandwechsel funktioniert auch optimal. Schön. Neuer Tag, neues Glück. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet, damit ich einmal ein bisschen üben konnte. Und zwar werde ich jetzt zeigen, wie ich hier diese Paneele genau angepasst habe, damit sie auch schön reinpassen oder auch nicht rausfallen. Hier liegen die Bretter, die ich gestern noch mit dem Langband geschliffen habe und die werden wir jetzt mal zuschneiden. Ich werde aber als erstes eine Seite wieder abrichten, weil nach dem Spannen hat man da mal so ein paar Spannmarken. Deswegen richte ich es einmal ab, damit die Seite schon mal sauber ist. Danach messen wir uns einfach hier die Breite aus. Ich messe immer ganz gern einmal unten und einmal oben. Hier haben wir jetzt 44,6 und oben haben wir ja, 44,6. Deswegen werden wir es jetzt auf 44,8 zuschneiden, dann nochmal abrichten, damit beide Seiten direkt schön glatt sind. Danach können wir es ablenken, das mache ich mit meiner Tauchkreissäge. Dazu markiere ich mir als erstes mal eine 90 Grad Linie und an der werden wir uns dann einfach die Führungsschiene anlegen. Nachdem ich das jetzt einmal angepasst habe, passt dieses Holz hier wirklich exakt rein. Aber das ist noch nicht Plan, weil unten ein bisschen Schweißmaterial das Ganze verhindert. Deswegen markieren wir uns das von innen, wo wir da ein bisschen was wegfräsen müssen. Einfach hier. Das fräsen wir jetzt weg. Und dann soll es auch schon hier reinpassen.
Dann packen wir noch direkt eine leichte Rundung drauf. Das macht es einfach ein bisschen schicker. Danach müssen wir es noch schleifen. Das schleife ich jetzt einfach direkt mit 320. Danach packen wir ein bisschen Finish drauf. Als Finish benutze ich wie jedes Mal mein eigenes Finish. Und da seht ihr jetzt nochmal schön, wie das die Maserung und die Holzfarben, gerade hier die Blaufäule und hier das Rosane, das Lilane, Violett, wie auch immer, schön anfeuern. Die Paneele auch schon hier reinstellen. Immer gut aufpassen, dass er eure Finger nicht so dreckig macht, wenn das gerade frisch gefinisht ist, weil dieser Dreck, der bleibt halt eben am Holz haften und ich habe es falsch rum drin. Gerade wenn das Finish frisch ist. Oh Mann, ich bin so blöd. Ja, bin ich so blöd. Gerade wenn das Finish frisch ist, ist da halt noch so eine dünne Wachsschicht drauf und da bleibt halt eben gerade so schwarzer Metallstaub. Der bleibt gut dran haften. So, der Mülleimer ist soweit fertig. Ich habe hier oben jetzt noch ein paar Stellen Lack ausgebessert. Ich werde jetzt mal zeigen, wie die Tüten hier reinkommen. Zu dem Loch da hinten sage ich gleich was. Aber ich habe ja eben, oder beziehungsweise vor ein paar Tagen, hier extra so ein paar Schrauben angeschweißt. Dann kann man nämlich die Tüten hier ganz einfach drüber ziehen. Mehr muss es nämlich nicht sein. Ich wollte dann nämlich auf so einen, Anführungszeichen, komplizierten Verschluss verzichten, dass man die einfach hier reinhängt. Denn sobald da 3-4 Sachen drin liegen, hält das eh gut. Jetzt können wir das Ding auch wieder schließen. Warum ist hier ein Loch hinten drin? Ganz einfach, ich habe mir überlegt, dass man die Mülltüten nach oben rauszieht. Ist aber eigentlich so ein bisschen blöd, weil erstens könnten dann die Schrauben das Ding wieder aufrupfen, obwohl sie nicht scharfkantig sind. Und zweitens könnte es sein, dass es teilweise ein bisschen eng sein wird. Das nächste Ding ist auch, je nachdem, was da drin ist, was da für Müll drin ist, kann es auch relativ schwer sein. Und dann ist es einfach einfacher, die Mülltüten nach hinten rauszurollen. Das Ding wird wahrscheinlich eh mal an der Wand stehen, da wird man das gar nicht sehen und von daher bin ich mit der Lösung ganz zufrieden. Also die Optik ist schon, ich würde sagen, das sind normalerweise Sachen, die in Frankfurt irgendwie in solchen Designerbuden rumstehen, aber mir gefällt die Optik echt richtig, richtig gut. Das Holz sieht extrem schön aus. Ich finde gerade hier oben das mit der Schraubzwinge ganz cool. Der Lack ist noch nicht ganz trocken, deswegen öffne ich das die ganze Zeit dort noch nicht. Und ja, es ist mobil, es ist schön. Und jetzt hat mein Müll wirklich einen wunderschönen Platz, wo ich es reinmachen kann. Somit ist wieder mal ein schönes Projekt abgeschlossen. Das war auf jeden Fall notwendig. Ihr habt ja gesehen, die Mülltüten sind die ganze Zeit irgendwo durch meine Werkstatt geflogen. Und so haben sie jetzt einen schönen Platz, wo ich sie drin verstauen kann, befüllen kann, entleeren kann. Alles in einem. Und es sieht noch, denke ich, ganz schick aus. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wie dir dieses Design hier gefällt. Ich denke, die Kombination aus Holz und Metall, die ist echt ganz gut geworden. Also mir gefällt es persönlich einfach extrem und es ist halt auch eben auch funktionell. Von daher ist das für die Werkstatt okay. Ich wünsche einen ganz tollen Tag, freue mich auf deinen Kommentar und was noch sonst so alles kommt. Tschüss.